Wer macht denn den Anfang? Der Anfang. Ich habe jetzt schon auf Aufnahme gedrückt. Der René macht immer den Anfang. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Ja, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Aber wir sind heute wieder nicht allein. Unser Patreon-Gast hat eigentlich nicht zwei Plätze bezahlt, aber der sitzt trotzdem heute wieder neben uns. Hallo Stefan. Er hat sich das trotzdem verdient. Genau, er hat sich das verdient. Ertragen hat er sich das. Ja, vielen Dank, Mr. Stefan. Nochmal hallo. Naja, eigentlich müsste er jetzt nochmal 7,50 Euro abdrücken. Ja, ich mache doch mal ein Jahr. Nein, also wir sind unterwegs gerade. Versuchen gerade mit unserer neuen Technik zustande zu kommen. Es sieht jetzt gerade wild und wüst hier auf dem Tisch aus. Das liegt aber in erster Linie an den 4 Meter Kabeln. Pro Mikro. Wir haben 4 Mikros. Ja, wir sind in Nürnberg unterwegs. Ja, und aufgrund der Kabellänge könnten wir alle in einer anderen Messehalle sitzen. Und zwar wirklich in den Hallen, wo es laut ist. Nein, wir hoffen, dass man uns jetzt gut versteht akustisch, dass es diesmal nicht so ein Desaster gibt wie letztes Mal. Desaster waren wir ja noch nicht, ne? Wir würden uns auf jeden Fall Feedback dazu wünschen, wie ihr das vom Turm empfandet, weil wenn dieses Setup wirklich funktioniert, dann würden wir uns total freuen, das für Essen nutzen zu können. Also wenn dieses Setup nicht funktioniert, müssen wir nochmal 5 Jahre sparen, damit das nächste Setup wieder funktioniert. Wenn dieses Setup nicht funktioniert, dann müssen wir echt drüber gucken. Aber ich gehe davon aus, dass es funktioniert, weil du hattest ja schon einen Test gemacht und das war auch schon super. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Aber ich glaube, unsere Hörer wollen nicht so sehr viel über Setups und Technik und Probleme hören, sondern mehr über die Messe. Weil unsere Hörer haben aber mehr davon, wenn sie wissen, dass wir gute Technik haben und dass wir die im Laufe des Jahres noch öfter einsetzen wollen. Vor allem haben sie was davon, wenn sie wissen, dass es total cool ist, dass wir das jetzt auch machen können. Und deswegen nochmal vielen Dank an unsere Patreone, die uns diese Technik ermöglichen. Ja, danke Stefan. Genau. Ne? Danke Stefan. Ja, vor allem, dass du es getragen mir. Hast. Ja. Ja, mir das Mikrofon, was du in der Hand hältst, hast du quasi finanziert. Ja, das inklusive des stimmt sogar. Kabels. Das ist, glaube ich, sogar fast wahr, aber egal. Ja. Genau, aber wir sind jetzt hier nochmal auf der Nürnberger Spielwarenmesse, der, lasst mich nicht lügen, 57. Ich glaube, nach dem Krieg hat das angefangen. 67. 1950 haben sie angefangen, also 67. müsste es sein. War nach dem Krieg, glaube ich, ne? 1950 war nach dem Krieg. Die Frage ist, nach welchem Krieg? Ja. Nach dem Punischen. Genau. Wir sind auf der Messe. Matthias ist schon seit Dienstag hier, der hat schon keinen Bock mehr. Also, wir haben jetzt Samstagabend und ich habe kaum Stimme. Ich bin ziemlich geschockt. Und das Erschreckende ist, dass die beiden Jungs, die erst heute früh gekommen sind, mehr von den Neuheiten gesehen haben als ich. Ja. Also ich habe ein paar Bilder auf Twitter gesehen, was ich total toll finde. Ich habe gesehen, dass ja, inzwischen kann man es erwähnen, nachdem Eric Martin es ja getwittert hat. Pandemic Zulu. Das ist ja, da sabberten sofort ein paar Leute, als ich das erste Mal gehört habe. Ja, wir haben eben auch das Schachtelcover gesehen. Also, stand neben dem Seafall. Genau, was der Stefan nicht gesehen hat, der sich darüber geärgert hat. Ja, ich habe nur Seafall gesehen, da hat andere vergessen. Ja, danach sabber ich etwas mehr. Aber das Pandemic, also die Jungs von Hunter & Kron haben auch den Inhalt der Schachtel gesehen. Mhm. Und da war wohl noch mehr Sabbern angesagt. Ja, braucht man noch ein weiteres Pandemie? Das ist eine bescheuerte Frage. Natürlich braucht man noch ein weiteres Pandemic. Man braucht von allem mehr. Ja, von allem mehr. Vor allem von gutem Spiel. Von allem mehr gibt's hier auch eine ganze Menge. Also ich möchte erstmal kurz meine Eindrücke zu dieser Messe. Genau, machen wir allgemeine Eindrücke. Weil René und ich sind ja jungfräulich hier. Und habt euch gleich so einen ruhigen Tag ausgesucht. Ja, es ist Samstag. Es war ruhig. Ich weiß nicht, wie das hier in der Woche aussieht. Matthias meinte halt voller, aber nicht viel voller. Es ist kein Vergleich zu Essen. Im Vergleich zu Essen ist es hier leer. Erschreckend leer fast. Aber ich habe zu René gerade gesagt, als wir jetzt auf dem Weg hier zum Aufnahmeort gegangen, die Stände sind doch sehr geschlossen, stellenweise auch. Also es sind vier Wände. Ich habe überlegt, nächstes Jahr eine Fotostrecke zu machen, wo ich ganz viele Gänge fotografiere, damit die Leute sehen, dass man einfach nur Wände sieht. Mhm. Wirklich massenhaft Wände. Manchmal ist ein Stand nach einer Seite ein bisschen offen, aber selbst dann darfst du den Stand nicht betreten. Weil da ein Tresen vorsteht. Da steht ein Tresen vor, da ist dann jemand, der sofort kommt und dich wieder runterschubst. All solche Sachen. Ja, dadurch, dass man nicht spielt, ist es, glaube ich, auch so, dass es halt keine offenen Flächen gibt, wo die ganzen Tische stehen oder so. Deswegen wirkt das natürlich dann auch als ein bisschen. Wir reden jetzt übrigens nur von den Brettspielen. Wir reden nur von den Brettspielhalle, genau. Den Rest. Größter positiver Aspekt an dieser Stelle ist jetzt, also muss ich erwähnen, Pegasus, der einen sehr, sehr offenen Stand hat. Mhm. Die aber auch froh sind, dass sie jetzt da diese Fläche haben seit letztem Jahr.
Davor waren die auch in Halle 10 und hatten einen winzigen Stand und haben sich immer geärgert, dass sie nicht größer werden konnten. Wer noch offen ist, ist Schmidt. Ja. Schmidt hat also auf drei Seiten zumindest eine halbe Öffnung, wo dann Erklärer sind, die auch jedem das interessierte Spiel erklären können. Und die haben wirklich sehr viele Erklärer, damit für jedes Spiel dann auch einer da ist. Und Heidelbeer war auch noch sehr offen. Heidelbeer ist auch noch relativ offen. Die sind auch sehr froh, dass sie inzwischen so viele Fläche haben, weil ja Pegasus genau an der Stelle war. Ah. Dieser kleinen Stelle, wo Pegasus dann 90% schon mal für Meetingraum brauchte. Aber das sind dann schon, glaube ich, so wirklich so die Highlights. Also wir waren gerade noch bei Ravensburger drüben. Ja. Die haben ja auch das Spiel Das verrückte Labyrinth im Programm. So kommt der Stand dir wahrscheinlich. So kommt der Stand auch. Ja, genau. Die haben einen wunderbaren Stand, wo du wirklich wie ein Labyrinth, du musst da komplett einmal so durchgehen, damit du von einem Ende zum anderen Ende, damit du vom Eingang zum Ausgang kommst. Anders lässt sich nächstes Jahr nicht die Wände verschieben, während man sich da drin befindet. Verdrehen. Also Kosmos hat auch so einen ähnlichen Stand. Ja, sie haben das eigentlich so gemacht, dass du wirklich halt nichts verpasst. Du musst alles dir einmal angeguckt haben. Also IKEA-mäßig. Ja, weil der Vorteil ist natürlich, also das reguläre Zielpublikum, der Handel, der sieht auf diese Weise natürlich wenigstens alles. Und man kann nicht sagen, oh Sekunde, wir müssen ja kurz abbiegen und dann sieht er irgendwas doppelt und dann wird die Aufmerksamkeit abgelenkt. Auf diese Weise sagen sie, wir sehen uns alles einmal an und du verpasst nichts. Das ist tatsächlich sinnvoll. Hasbro hat das so ähnlich, aber bei Hasbro muss man auch erstmal reinkommen, weil da sind alle Wände von außen natürlich zu. Ja, es ist wirklich ein Riesenunterschied, diese Messe zu essen. Ja. Es sagt aber auch jeder, ein Tag reicht. Und ich habe jetzt auch so bei Brettspielen das Gefühl, hab jetzt so das Größte. Ja, es sind halt auch nicht irgendwie 1000 Neuheiten, die irgendwie hier kommen, sondern keine Ahnung. Es sind ja hauptsächlich auch ein Großteil der nur deutsche Verlage. Also es sind nur die großen Verlage. Also ich meine zum Beispiel Feuerland, der Frank Heeren, der sitzt da drüben mit seinen Kopfhörern. Der ist auch erst seit gestern da. Und der läuft halt zu den paar Ständen, mit denen er auch irgendwelche Meetings hat. Und der braucht hier nicht sein. Wir haben hier nicht 1000 Verlage aus dem Ausland. Das ist alles uninteressant für die. Und man hat hier halt wirklich nur ein paar große und große ausländische zum Teil, die kommen halt auch nur her und haben Meetings bei den anderen großen. Trotzdem spielt diese Messe ja im Brettspielkalender, doch schon eine wichtige Rolle, da ja hier jetzt schon die Weichen fürs Frühjahr gestellt werden. Oder? Nein, für Weihnachten. Die Spiele, die hier vorgestellt werden von den Brettspielverlagen. Ja. Und die ganz großen Weichen, ja, du warst ja in den Meetings und da ging es jetzt bestimmt nicht um Ostern. Nee, Ostern ist ja schon lange durch. Das ist ja auch schon was hier tatsächlich, also der Termin ist so gewählt worden damals, weil jetzt zeigen sie, was sie rausbringen und der Handel sieht sofort, okay, dieses Spiel, das erscheint im April, das wird dann im August beworben und dann wird nochmal die extreme Phase für die Weihnachtswerbung. Hier geht's darum, was verkaufen wir im nächsten Weihnachtsgeschäft. Ja. Und damit meinen wir jetzt wirklich den gesamten Bedarf von allen 12 Hallen oder 15 oder wie viel das sind. Ja. Und zum Teil ist es so, dass es eigentlich schon zu spät ist. Manche, also zum Beispiel Chicago, hat seine Messe auch im Oktober für das Weihnachtsgeschäft im Jahr danach. Weil das einfach diese Zeitvorlauf braucht. Dagegen wirkt das Entwickeln und Veröffentlichen von Brettspielen super schnell. Ja. Und man kann hier halt kaum Spiele spielen. Das sind zum größten Teil noch alles Mockups und gebastelt, sieht aus wie Prototypen. Aber man weiß, die Verlage, die bringen das dann jetzt hier zum Teil im ersten Quartal raus. Zum Teil natürlich auch, weil sie wollen da von der Jury noch beachtet werden. Die Jury sagt 1. April, Stichtag. Ungefähr natürlich. Die bringen das, sonst würden die das auch erst im April oder Mai in den Handel bringen. Und dann kann diese Jury sagen, okay, das ist uns ein Notfall auch ein Preis oder eine Empfehlung wert. Und dann kann man das nämlich noch fürs Weihnachtsgeschäft auch mehr ankurbeln. Ja, wenn du hier einen Termin hast, musst du mal fragen, ja, wann kommt das Spiel jetzt raus? Ja. Entweder wird gesagt Sommer. Zum Teil zeigen sie auch Spiele, von denen sie wissen, dass sie erst im Herbst kommen. Oder im Herbst, ja. Oder halt irgendwie März, hörst du immer. Ja, oder oft haben wir auch gehört, dieses Jahr. Genau, was haben wir denn gehört? Oder zum Teil auch erst nächstes Jahr. Ja, genau. Wo sind wir denn heute Morgen gestartet? Bei Kosmos sind wir einmal rübergegangen. Katan, Big Box, interessanter Move, würde ich sagen. Also Katan mit mehreren Editionen und Erweiterungen in einer großen Box. Ich glaube, das Grundspiel war da drin, die 5-6er Erweiterung, irgendein Szenario, also ein Deutschlandplan, glaube ich, noch drin. Und die Helfer. Und genau, die Helfer. Und noch ein anderes. Was war das, die Freunde?
Ja, hier ist die Freunde, genau. Genau. Freunde, ja. Also rein technisch gesehen ist das ein Move, der total Sinn macht. Also in Amerika sind Big Boxen ja momentan der Hit, habe ich das Gefühl. Für den deutschen Markt ist das tatsächlich hilfreich für bestimmte Accounts. Also das ist nichts das, was du im normalen Spielehandel findest, denn das findest du halt in diesen großen Chains. Ihr merkt schon, Matthias ist noch im Business-Sprech. Ja, das tut mir leid. Aber jeder kennt diesen großen Raffo-Markt, wo man reingeht, wo auf der einen Seite alles Lebensmittel ist und auf der anderen Seite findest du Pelze und halt auch Kuscheltiere und dann auch Spielzeug und im Notfall auch eine Kfz-Versicherung und das Auto dazu. Und da in diesen Accounts, da ist so eine Big Box perfekt. Mhm. Okay. Was war da, was haben wir denn? Das neue vom Täuber, das Schmuggler. mit einer Knete, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ja. Oh ja, erzählt mal zu der Knete, das macht mich echt neugierig. Ich höre immer nur intelligente Knete und habe es ja nicht sehen können. Naja, intelligent, weiß ich nicht, ob die intelligent ist. Wenn ich die natürlich in die Hand nehme, ist es natürlich eine intelligente Knete. Mann, jetzt hast du mir den Gag versaut, aber egal. Also ich weiß jetzt nicht, intelligent hatte ich, also wenn du was intelligent hörst, hörst du immer so Memory-Schaum oder so, der sich an irgendwas erinnert. Aber es war erstmal keine normale Knete auf jeden Fall. Es war schwierig, sie auseinanderzureißen. Okay. Man musste wirklich mit... Ich hab glaube ich, ein Video davon gemacht. Musste sie auseinanderreißen und ansonsten hast du einen riesen langen Faden in der Hand. Und sie fühlt sich an wie... Aber sie glänzt auch so ein bisschen. Sieht aus wie so ein Speckschwart. Ja, genau. Okay. Was jetzt daran intelligent ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das Spielprinzip ist cool. Naja, also ich glaube, intelligent an dieser Stelle schon der Tatsache, dass du Schwierigkeiten hast zu zerreißen, ist schon etwas, was von einer normalen Knete definitiv abhebt. Ja. Aber das Spielprinzip scheint cool zu sein, weil du musst diese Knete aufteilen, halt zerreißen. Und dann dort ein Schmuckstück oder ein Edelstein reinpressen, also verpacken in deinen Schmugglersack. Und dann musst du diesen Sack durch ein Tor rollen lassen, das eine gewisse Größe hat. Es wird angegeben. Jeder hat dann praktisch eine gewisse Größe vorgegeben. Es gibt kleine, es gibt größere. Und dann musst du deine Kugel mit dem Edelstein drin durch dieses Tor rollen lassen. Wenn es passt, ist super. Dann bist du weiter. Ansonsten bleibst du halt an dem Tor stecken und musst halt gucken. Oder darfst du mit einer Wertung mitmachen. Und gleichzeitig darfst du auch, musst du dann, alle die durchgehen, wird dann gewogen, welcher der Schwere sagt, also wer eine größere Kugel gemacht hat, also wer mehr Risiko eingegangen ist, um durch dieses kleine Tor durchzukommen. Aha. Der wird dann auf Position 1 gesetzt. Und dann werden dementsprechend danach Punkte verteilt, was halt durchgekommen ist. Und man durfte irgendwie noch raten, ne? Also man durfte dem anderen raten, den ersten, was er denn für einen Diamanten da drin hat. Dann gab es verschiedene Farben. Wenn man richtig redet, kriegt man da auch was ab. Gibt noch Bonuspunkte. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass Klaus Täuber nichts mehr Neues einfällt. Also das war wirklich mal wieder frisch und Also Bedenken, die ich habe, ist, wie lange sieht diese Knete noch gut aus? Wann sind sie mit Fusseln? Chipsresten vollgefropft oder wann ist die erste Erdnuss eingearbeitet? Du gehst natürlich wieder von den Kindern aus, aber Erdnuss, ja, ich weiß, was du meinst. Erdnussflip. So ein Erdnussflip drin. Aber warum sollten Kinder nicht mit sowas spielen, ja. Ja. Okay, Schmuggler, was haben wir noch? Imhotep, habt ihr Imhotep angeguckt? Für Erne war es ganz toll. Es waren endlich mal Würfel oder Holzklötzchen in seiner Größe. Also die haben nicht so eine Kantenlänge von 1x1, sondern irgendwie von 2x2. Sind viermal so groß. Also sind so riesig. Ich weiß nicht, was man damit macht. Ist halt das neue Spiel von Phil Walker Harding. Unserem Liebling von Kakao. Dem Kakaomenschen. Ja, Imhotep Thema ist jetzt... ja. Wir haben es jetzt nicht erklären lassen, weil da waren 20 Gruppen gerade durchgeführt, die ja alles mögliche erklärt bekommen. Was haben wir noch gesehen bei Kosmos? Dieses Superhelden-Deckbuilding-Game. Genau. DC-Deckbilder. Da halte ich mich raus. Zumindest überraschend, also für Kosmos. Also da rechnet man eigentlich nicht mit sowas. Die Karten haben keinen weißen Rand. Großes Plus. Matthias sagt nix hier. Du ja die Finger im Spiel hast? Ja, ich habe meine Finger im Spiel, deswegen sage ich da nichts. Das ist. Wie gesagt, für Kosmos finde ich es wirklich interessanten Move. Also, aber die hatten ja auch schon sowas wie The Walking Dead, ne, im Programm. Also, ja, da hat Matthias auch seine Finger im Spiel. Danach schockt einen ja nichts mehr. Stimmt. Ja, aber wenn das bei Pegasus rausgekommen wäre, hätte keiner sich irgendwie gesagt, wenn das bei Heidelberger rausgekommen wäre, hätte keiner
No-Brainer so, aber bei Cosmos erzeugt es doch noch eine Aufmerksamkeit. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Ich bin aber gespannt. Nach The Walking Dead ist es eigentlich nicht so verwunderlich, wie man es jetzt eigentlich sieht. Ich möchte es gerne mal spielen, weil es halt ein einfacher Deckbauer sein soll. Ja. Halt für mich mit einem einfachen. Du nickst gerade mit dem Kopf, weil ich das spielen soll. Das wird soll, dir gefallen. Weil ich das spielen soll oder weil ja, weil es mich nicht überfordert, meinst du? Ja. Ich glaube nicht, dass es also das nicht. Ja, es wurde halt schon, ich habe mir schon ein bisschen gelesen im Netz, so es wurde halt so kritisiert, dass es auch relativ einfach sein soll. Es ist weniger einfach als Ascension. Ja, also so in die Liga würde ich es halt packen und damit wäre ich halt so super zufrieden. Mal anschauen. Dann 3 Fragezeichen Adventskalender. Ja, auch die regulären Verlage machen immer noch Adventskalender. Ja, dann gab es noch die Experimentierkästen. Ja, da müssen wir Habt ihr euch das Cosmobits angekommen, das den Teuerwort gewonnen hat? Nein, noch nicht. Vielleicht das ist ja der neue Experimentierkasten zum Programmieren lernen für Kinder. Hast du die denn angeguckt? Habe ich geschafft, mir irgendwas auf diese Messe anzugucken. Du bist hier seit 5 Tagen auf der Messe. Meeting, kommen wir später zu. Du erzählst von jedem Meeting. Ja, aber dann gehen wir mal weiter, oder? Zur Heidelberger? Genau, dann sind wir zum Heidelberger gegangen. Zur Michelle, die mich wohl vermisst hat. Ja, es wurde ja, bemängelt, dass du nicht da warst. Die wollte dich auch irgendwie boxen, beißen. Ja. Irgendwie sowas. Ich hatte davor ein Meeting mit ihrem Freund, deswegen. Ach so. Der arbeitet ja auch bei einem Verlag. Ja, irgendwie sowas sagte sie, dass du schon gesagt hast, dass du nicht kommst. Und ja, ich war halt bei einem anderen Meeting. Ja, wir waren beim Heidelberger. Riesen Line-Up. Also, wollen wir über Star Wars Rebellion reden? Also, können wir neues, ja noch nicht wirklich. Ein neues Star Wars Programm bei Heidelberger. Star Wars Spiel genau. Bei Heidelberger. Ist ein Brettspiel dieses Mal. Mit, glaube ich, einer Hölle an Material. Also Sternzerstörer. Vom Inhalt her dachte ich so, ja, die Imperial Assault Schachtel war nicht so groß. Ja, das ist scheiße. Die haben ja auch eine neue Schachtelgröße. Ja. Und die rufen jetzt wohl für das Ding dann ein Hunderter auf. Das glaube ich, da rufen sie Hunderter auf und werden kistenweise verkaufen. Sie hatten da halt so eine Vitrine. Also normal ist es halt so, man hat eine Vitrine und in einer Ebene wird ein Spiel präsentiert. Und diese Vitrinen bestehen aus 4 Ebenen und diese Star Wars Rebellion wurde in 4 Ebenen präsentiert. Und es hieß nur, verdammt, wir haben nicht genug Vitrinen. Weil in anderen Vitrinen musste noch was anderes ausgestellt werden. Ich weiß nicht, worum es ging. Es ging irgendwie darum, irgendeine Basis zu finden von irgendeinem anderen. Ja, die Rebellen suchen die Basis vom Imperium und das Imperium sucht die Basis von den Rebellen. Also ist es kein Thema. Kleiner Tipp für die Rebellen. Es ist ein Todesstern. Welcher? Es gibt noch 2. Starkiller Base. Sieht ja nur aus wie ein kleiner Mond von daher. Du hast den neuen Film noch nicht gesehen, ne? Ist kein Tabletop und kein Miniaturenspiel, also wo du dich auf einer Karte bewegst, sondern ein wirkliches klassisches Brettspiel, wo du einen Spielplan hast, auf dem du dich dann bewegst. Mehr konnte uns die Michelle da auch nicht zu sagen. Soll im späten Sommer kommen. Oder? War so. Also ich denke mal Gen Con halt einfach. Also ja, die Jungs von Team Covenant hatten es wohl Probe gespielt und kamen aus dem Schwärmen nicht raus. Ja, gefährlich Hype aufbauen. Und keine sowas. Frage, aber also ich finde es halt, es ist unfassbar, wie viele verschiedene Sachen FFG zu Star Wars macht. Also man könnte meinen, sie melken die Lizenz wie Sau, ja, trotzdem, aber Fakt ist, sie bringen auch wirklich verschiedene Spiele ohne Ende raus. Ja, und trotzdem ist so, Star Wars Rebellion, alle sind wieder heiß drauf, so, ne? Nachdem jetzt irgendwie Fleet Commander. Ja, man muss jetzt mal gucken, was jetzt raus wird. Warten wir es ab. Der René wird es definitiv spielen, wie ich ihn kenne. Wahrscheinlich. Ja, was haben wir noch gehabt? Dann kamen eine ganze Menge Miniaturenspiele, wo ich den innerlich abgeschaltet habe. Ja, wir haben da Dungeon Saga. Das hat aber eine tolle Schachtel gehabt. Eine Schachtel in Buchform. Man hat wirklich so ein Buch, das du noch in den Schuber reinstecken kannst. Mit so einem Dungeon Saga ist doch zu diesem Comic, oder? Ich weiß nicht, ob es dazu einen Comic gibt. Es ist ein Kickstarter, glaube ich, wieder gewesen. Ja, aber das ist aber eigentlich basierend auf einem Comic, die Hintergrundgeschichte dazu. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Ist halt wieder ein klassischer Dungeon Crawler mit Dungeon Master und der sehr, sehr, sehr extrem an Hero Quest erinnert. Oh ja, ach ja, das war's mit den Türen, ne? Weil du hast auch wieder Plastikteile, die Möbel darstellen und du hast ein Skelett. Krieger, der original aussieht wie das Glenn aus HeroQuest, dass die Sense so beim Kopf hält, als würde es damit fegen wollen. Also Clemens, guck's dir mal an. Also René, guck's dir mal an. Ja, ich guck's mir auch an.
Dann, was hatten wir noch? In dieser Riesenschachtel, Fireteam Zero. Fireteam Zero, was ich jetzt... Ich dachte erst an eine Feuerwehrsimulation. Dass aber jetzt nur die Schachtel da stand, die groß und schwer war, also die wirklich doppelt so hoch war wie so eine normale Spieleschachtel. So eine viereckige, also man geht nicht mehr in die Breite, sondern man geht jetzt definitiv in die Höhe. Ja, aber da haben wir vorhin schon drüber diskutiert, ist das so schlecht? Willst du wieder diese Coffin-Boxen haben? Nee, willst du nicht. Du willst, wenn, dann willst du was Quadratisches haben. Ob's jetzt doppelt so hoch ist wie so eine Zug-um-Zug-Schachtel, ist ja egal. Ja. Also für den Transport ist es definitiv besser, es geht in die Höhe als in die Breite. Ja, fürs Lagern. Auf jeden Fall, sehr gewaltig. Was hat man noch gesehen? Homeland, The Game, das hatten sie aber auch schon in Essen. Das, genau, das, schon, das soll ja jetzt wohl endlich kommen. Auf da Deutsch. Da gab's wohl auch ein paar Probleme. The Big, Big Book of Madness. Das Grimoire des Wahnsinns. Darüber haben wir gesprochen. Ja, da haben wir mal gefragt, warum. Ja, es wäre halt so entschieden worden und das große Buch klang zu profan. Aber Grimoire finde ich total passend. Das ist, also rein von der Hintergrundgeschichte, Grimoire ist das perfekte Wort, weil das steht für Zauberbuch. Ja, aber hätte man nicht das große Buch des Wahnsinns nennen können? Na, das klingt ja langweilig. Das hat auch null Pfeff. Ja, aber es ist Big Book of Met, naja, wegen BB, ja. Ach, keine Ahnung, ja. Na, egal. René wird über das Spiel nochmal reden, glaube ich, demnächst. Ja, ich glaube, das landet auch bei René auf dem Tisch. Nee, René hat's doch schon gespielt. Ach, ich hat's schon gespielt. Ich habe die englische Variante. Aber noch nicht gespielt. Oh mein Gott. Hat man das schon vorgestellt? Nein. Nee. Ah. Okay, dann machen wir das aber in irgendeiner Sendung. Ja. Dann, das müssen wir nicht jetzt machen. Bei Heidelberger ist auch der Vertrieb von Alea noch. Ja. Genau. Die hatten zwei Spiele. Ja. Nämlich das Bubu-Kartenspiel. Das Burgen von Burgund. Das und das, was man nicht abkürzen sollte, das Broom-Service-Kartenspiel. In der neuen Schachtelformat, wenn ich richtig gesehen habe. Wir sind ja auf diese, die waren so ein bisschen abgetrennt, die lange auf dem Sondertisch und wir sind darauf zugelaufen und René hat gleich wieder gesagt, oh, es sind aber kleine Karten. Das sind so diese Karten. Wie bei Seven Wonders Duell. Das Duell, so kleine Karten. So, dann so hab ich, klein. Dann habe ich mal geguckt, bei den Burgen von Burgund sind davon über 250 Karten drin. Also es sind irgendwie 124 Aktionskarten und nun, was weiß ich, 150 Spielkarten oder was. Also, und wie groß ist die Schachtel jetzt? Ja, so groß wie so eine Abluchsen-Schachtel. Ja, ist doch geil. Das heißt, das wird halt ausgefüllt sein. Von Broom Service lag nicht viel rum. Ja gut, da ist der Alex van der Pfister ja so lieb und der twittert ja einiges. Also da kann man sich auch wird, schon denke ich mal, erst im Sommer. Ja, aber auf jeden Fall beides cool. Also dann hatten wir noch von DLP, das genau, neu? Ein Spiel, wo die arme Michelle gar nichts zu sagen konnte, weil sie sagte nur, das lag gestern noch nicht hier. Ja. Das hatte mir der Clemens ein bisschen erzählt, das ist das neue von Rainer Stockhausen, Böhmische Dörfer. Genau. Ich muss aber jetzt ehrlich gestehen, kann das jetzt nicht aus dem FF gerade repetitieren. Ich weiß nur, dass als mir Clemens das gestern erzählt, dachte ich so, oh, geil, klingt gut. Ja. Da warten wir mal ab. Wie gesagt, die Michelle konnte leider auch nichts zu sagen. Genau, es lag halt. Aber es ist DLP und DLP hat also bis jetzt eigentlich nur jede Menge gute Spiele gemacht. Also Citrus hat mir gefallen und Siberia finde ich ja super. Jetzt überleg, Orléans ist natürlich klasse, ja. Na, der hat noch ein paar andere Bangkok-Klongs. Okay, Bangkok-Klongs war nicht mein Fall, aber das ist ja, das darf's dann auch mal. Ja, aber was hatten wir ja noch bei? Hatten wir noch irgendwas gesehen? Der Stefan hält mir hier gerade was rein. Ausgefuchste Meisterdiebe, ja, das hatten sie aber euch schon in Essen da rumliegen. Das war irgendwie ein Spiel mit so einer. Ja, jede Menge Plastikkram. Ihr Justice League-Spiel. Ja, und ja, die verbotenen Welten. Also Justice League, wie war das? Ist das jetzt fertig? Nee, ist jetzt da? Oder das ist schon länger da. Ach so, das ist schon länger, ja. Es kommen jetzt nochmal zwei neue, hatten sie ja gesagt. Die grüne Laterne, wie heißt das auf Deutsch? Green Lantern. Green Lantern und The Flash. Und dann haben sie noch gesagt, es kommt danach die Wonder nächsten Woman. Zwei. Wonder Woman kommt und Cyborg. Cyborg. Solange es nicht Aquaman ist. Genau, René kramt gerade die Pressemappe raus. Ja, wir hatten dann noch hier das Verbotene Welten. Von FFG. Forbidden Stars heißt das auf. Genau. Blätter. Nebel über Weizkörn. Heroes. Auch irgendein Plastikgedöns, oder? Nee, Heroes ist ein Kartenspiel, das einen Duellmechanismus hat. Also du spielst es zu zweit, glaube ich, nur gegeneinander. Und hat einen Echtzeitwürfelmechanismus. Du würfelst also gegeneinander, bis du deine Würfel entsprechend hast, um den Zauberspruch, den du hast, aussprechen zu können. Und der andere muss mit den Würfeln auskommen, die er dann zu dem Zeitpunkt erwürfelt hat, bis du aufgehört hast. Da habe ich auch nur einen Nuance von Radio mal von Rado mal gesehen. Matthias Gesicht war gerade ein bisschen. Ja. So. Ja, haben wir noch was Schönes? Das müsst jetzt auf Deutsch, oder wie? Soll jetzt endlich rauskommen
offiziell auf Deutsch, in einer überarbeiteten Version. Mit neuer Regel. Mit besseren Regeln. Das war nötig, ja. Na, wir warten ab. Wir warten ab. Ich hatte sowas. Ach genau, dann gab's noch eins, das Andromeda, ein Spaceship Exploration Game, wo du mit deiner Fraktion von Aliens auf einem Spaceship landest und das erkunden musst mit deinen Aliens. Sah jetzt sehr komplex aus, scheint es aber gar nicht zu sein, weil du dich wirklich von Kartenteil zu Karten, also von Plättchen zu Plättchen bewegst. Das wird dann entsprechend umgedeckt. Das klingt vom Thema her auf jeden Fall schön. Ja. Oh ja. Also das Thema macht mich auch mal an, so ist es nicht. Ich glaube nicht, dass das Spiel was für dich ist. Wahrscheinlich ist das Spiel nicht für mich. Das darf man spielt man spielt so mit so Grayskins, also mit diesen typischen Aliens irgendwie und. Der Stefan hat wunderbar Fotos gemacht von allem. Ja, habe ich auch. Man zeigt mir gerade Bilder. Ich sehe ganz viele Würfel. Special Würfel. Es gibt und das Titelbild ist schön. Ich kann nichts zu dem Spiel sagen, so ist es halt. Ja, das Spannende, was die Michelle erzählte, ist wohl der Würfelmechanismus. Und zwar würfelt nur der Startspieler alle Würfel und teilt die dann in Päckchen auf und handelt die quasi unter den Spielern ab. Und dann geht er rum und sagt, möchtest du das haben, dieses Päckchen haben? Und wenn er das dann nicht haben möchte, kommen die Würfel wieder beim Startspieler an und der darf sie dann verwenden. Das klingt jetzt... I split you choose. Ja, aber für mehrere Spieler. Das klingt ein bisschen wie bei Packet Row. Okay. Das war jetzt so. Ja, dann waren wir, was war denn dann? Dann dieses Fuchsspiel da, dieses mit den Masken. Fuchsmeister. Ich sag, das hatten sie glaube ich auch schon in Essen rumliegen gehabt. Das sah ganz nett aus, wo du, so ein klassisches Familienspiel, wo du mit so einer Fuchsmaske auf dem Gesicht in so einer Grabbelkiste wühlen musst und die entsprechenden passenden Teile ertasten musst und hoffst, dass du dann die richtigen hast. Naja. Auch Yellow. Ist das Yellow, was? Ja. Also das ist nicht Yellow, aber Yellow bringt es auch Französisch raus, deswegen habe ich es gesagt. Das ist doch eins von den nominierten Spielen in Frankreich. Le Fuchs Mystique. Die Franzosen, also für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, die Franzosen haben jetzt am Mittwoch die Nominierungen für ihren Asdor, ihren französischen Spiel des Jahres, bekannt gegeben. Ging vielleicht ein bisschen unter, oder? Das ging aufgrund der Nürnberg-Berichterstattung ging das bei den meisten unter. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal kurz in diese Sendung reinschieben und dann unseren Leuten halt also die Möglichkeit geben, auch darüber informiert zu werden. Größte Neuerung, statt wie die letzten Jahre 10 oder 12 Nominierte und am Ende da sind irgendwelche zufälligen davon Spiele für bestimmte Preiskategorien, haben sie tatsächlich das Format der deutschen Jury übernommen. Sie haben genau 9 Nominierte und zwar 3 in jeweils jeder Kategorie. Mhm. Und da haben wir in der Kategorie Rot, also in der Spiel des Jahres Kategorie, haben wir nominiert Mysterium, Time Stories und irgendein Spiel, das ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, weil das sieht nach irgendeinem Partyspiel aus. Kein Codenames. Codenames. Das hat mich sehr überrascht. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist da irgendein anderes Problem oder so. Sei es drum. Meine Vermutung, Mysterium wird's gewinnen. Ich glaube, Time Stories wird's gewinnen, weil es ein Franzosen ist. Ja, mach weiter. Ja. Okay, dann haben wir in der Kennerkategorie haben wir Pandemic Legacy. Wir haben Seven Wonders Duels und wir haben ein anderes Spiel. Ich habe es echt vergessen. Matthias denkt sich das auch gerade aus dem Kopf. Stimmt, nein. Time Stories war in der Kennerkategorie und in der roten Kategorie war das dritte Spiel Mafia de Cuba. Wahrscheinlich haben sie deswegen dann Codenames nicht genommen, weil sie gesagt haben, vielleicht sie zu viel. Haben die Listen ja im Mitte des also Jahres auf jeden Fall, einige Überschneidungen. Ja, bestimmt. Also in der Kennerkategorie haben sie Pandemic Legacy, sie haben Time Stories und sie haben Seven Wonders Duel. Ich habe Isle of Sky vermisst. Das ist definitiv ein Spiel, das verdammt gut ist. Darüber reden wir, glaube ich, im Sommer nochmal, oder? Da reden wir auf jeden Fall nochmal. Also ich habe mich mit einigen unterhalten. Interessanterweise, ich habe tatsächlich mit den meisten Leuten Übereinstimmung. Codenames sehen sehr, sehr weit viele vorne. Unter anderem auch Frank Jäger. Frank Jäger hat in den letzten, glaube ich, 3, 4 oder 5 Jahren sogar immer den Spiel des Jahresgewinner in Nürnberg schon richtig tippen können. Ich habe also heute auch von Heidelberger Stand zu René und Stefan gesagt, Codenames wird Spiel des Jahres. Ja. Ich kann dieser Stelle gerne nochmal erwähnen, ich habe gesagt, Mysterium wird Spiel des Jahres. Das war, bevor ich wusste, was die Franzosen aus der Anleitung gemacht haben. Jetzt sage ich, Codenames wird Spiel des Jahres. Aber vielleicht ändere ich meine Meinung noch bis zu der entsprechenden Sendung. Aber das war ja gerade ein Stichwort irgendwie, Mysterium. Wir waren nämlich danach bei... Lass mich kurz noch zu Ende machen, weil die Kinderkategorie, ich kenne keins von den 3 Spielen, aber eins von den 3 Spielen ist Trampeltier, erschienen bei Habba, von der Autorin Emily Brandt.
Ah ja, von den Herren. Die hat ohne ihren Bruder hat sie ja nämlich auch ein Spiel gemacht, das ist bei Habbo rausgekommen. Das ist jetzt in Frankreich nominiert. Ich, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, Emily. Wir finden das total cool. Mhm. Und ich hoffe, dass Familie Brandt, und an dieser Stelle mit Familie meine ich alle vier, Lukas kann ja auch gerne noch welche bringen, noch ordentlich viele Spiele zu sehen werden. So, so viel jetzt an dieser Stelle. Ihr seid darüber informiert, was in Frankreich abgeht, und wir können weitermachen, wo du gerade nämlich warst, bei Mysterium, nämlich bei Asmodee. Genau, wir sind in, haben uns mit dem Robin von Asmodee getroffen, in einer schönen Lounge-Ecke. Ja, in der, dieser Stand ist interessant, weil an sich ist es quadratisch. Und dann haben sie das aber so aufgeteilt, dass davon kein Raum einen rechten Winkel hat. So wie das, die haben sich, glaube ich, an diesem Messegelände hier orientiert. Da hat nämlich, glaube ich, auch keine Halle einen rechten Winkel. Ja, gefühlt ja, da hast du recht. Stefan reicht mir gerade hier die Pressemappe von denen in der Hand. Ja, war da irgendwas Spannendes? Ich guck so mal, viel. Es gab zwei Erweiterungen. Also was ich spannend fand, waren die beiden Nicht-Erweiterungen von Space Cowboys. Das eine, das war ja schon bekannt gewesen, das macht er mit, die machen ein schönes Spiel mit Martin Wallace. Wie heißt es nochmal? Via Nebula? Via Nebula. Das soll in 45 Minuten spielbar sein. Also das klingt erstmal ein Widerspruch. Martin Wallace, 45 Minuten. Das ist wahrscheinlich, bei den meisten Martin Wallace-Spielen reicht das nicht mal für die Regelerklärung. Ich bin aber total neugierig. Ich glaube, ich habe noch nie ein Martin Wallace-Spiel gespielt. Das glaube ich dir sogar. aber das andere von den Space Cowboys, von denen wusste ich bis jetzt noch gar nichts. Und zwar Final Touch. Ja. Das klang so mit, wir sind alles Verbrecher und kopieren berühmte Meisterwerke, wir malen die Bilder nach, also jetzt nicht wirklich mit Malen. Konrad Kujau the Game. Konrad Kujau the Game, genau. Und es geht halt darum, dass wir gucken, dass wir die richtigen Farben erwischen und ähnliches. Sah super geil aus von dem, was da steht. Finde ich total spannend. Trois von Pearl Games wird auch wieder neu aufgelegt für Leute, die es nicht haben. Total cool. Ansonsten Mysterium-Erweiterung, Looney-Quest-Erweiterung, das wissen ja die meisten Leute schon, dass es kommt. Aber natürlich trotzdem spannend. Hoftheater von Bombix. Keine Ahnung. Sehr geile Grafik. Aber da denke ich immer, was uns der Boris Schneider-Johne in der Sendung gesagt hat, ne? Für ihn wirken manche Spiele halt einfach zu überfrachtet. Infantil, kindisch. Echt? Ja, das ist aber bei Bombix echt, ehrlich gesagt, typisch. Ja, das ist halt so ein Spiel, wo halt irgendwie Tiere, also so anthropomorph, nee, wie heißt so. Wobei, habe ich gerade gesagt, das ist für Bombix typisch. Bombix hat auch Abyss gemacht, das ist nicht infantil. Aber es sind grafische Wunderwerke, das Spiel sieht einfach nur bunt aus und das sind Tiere, die... Aber halt das so Material ist auch wieder so 3D-Material. ...verkörpern und, ne, mal gucken. Was haben wir hier noch hier? Sie haben die Abstrakten von Gigamix. Sie haben Möchtest du noch über Monster unterm Bett reden? Monster unterm Bett. Ich weiß nicht, wer von unseren Hörern Monster unterm Bett kennt. Ich habe es kennengelernt, als die App dazu rauskam. Das gibt's nämlich dann auch als App. Das ist von dem Antoine Bautzer. Das ist eins von seinen frühen kooperativen Spielen. Es ist aber ein Kinderspiel für Kinder ab 3 Jahren. Und es geht halt darum, dass Kinder halt lernen müssen, keine Angst vor Monstern zu haben. Da gibt's nämlich verschiedene Monster und da muss man immer relativ schnell den Gegenstand finden, vor dem dieses Monster Angst hat. Und dann läuft das nämlich weg. Goblet-Mampfer? Hast du das gesehen? Das ist ziemlich beeindruckend, das Material. Goblet-Mampfer ist einfach nur Tic-Tac-Toe. Babuschka. Mit Babuschka. Matroschka. Genau. Matroschka. Mit so Figuren, die halt sich übereinander stülpen können. Und eigentlich ist es ein abstraktes Spiel, oder? Es spricht Kinder an, weil es durch die grinsende Material finde ich das nicht mehr ganz aber so abstrakt. Eigentlich könnte man das auch als abstraktes Spiel verkaufen. Das kannst du auch bei vielen mit Thema, ja. Ja. Also von da aus gesehen, also ganz abstrakt nicht, aber es ist tatsächlich ziemlich cool, weil das Tic-Tac-Toe, was ja an sich bla ist, dass das tatsächlich nochmal irgendwie spielbar ist vom Idee. Also die hatten das da stehen, das sah richtig cool aus. Also an dieser Stelle Asmodee-Lineup auch beeindruckend, schön. Ja. Wir haben auch einen neuen Verlag als Partner jetzt. Ja, was auch noch drin ist hier, natürlich von Cool Mini or Not, das Zombicide Black Plague. Das Fantasy-Zombicide. Ja, das Mittelalter-Setting von denen. Ja, inklusive Erweiterung. Das ist, glaube ich, auch genau. Cash-Cow für die, oder? Ja, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Mit Cool Mini hatte ich auch ein Meeting diese Woche, ja. Dann waren wir... Wo wart ihr dann? Waren wir dann bei Abacus? Ihr wart bei Abacus, ja? Nee, bei Schmidt waren wir noch. Da haben wir dieses Zock and Roll. Ja, Zock and Roll. Ja, das liebe ich. Ich muss es haben. Bitte, sofort. Das habe ich vor... Ich kann es mal kurz erklären. Ja, erzähl mal kurz, ja. Erstmal, das Erste, was ich von Zock and Roll gesehen habe, ist ein Würfelbecher ohne Boden. Ja, gedacht, korrekt. Da habe ich gedacht, hä? What the fuck, was für ein Scheiß. Also, dann haben wir es erklärt gekriegt. Der Erklärbär, wie heißt er doch gleich? Volker? Nee, der mit den weißen Haaren.
Oh, den weiß ich jetzt gerade den Namen nicht. Ja, schöne Grüße. Hat uns auch gleich also total animiert. Wir müssten mitspielen unbedingt, haben ja, gleich eine Partie aufge... Und man, es ist einfach Pokern als Würfelspiel. Pokern meets Kniffel oder... Ja, Pokern mit Kniffel gekreuzt trifft es. Für Leute, die sich jetzt gerade fragen, wir hatten in der einen Special-Folge von Malle vor 2 Jahren, da hatten wir eine Stelle, wo der Arne zu faul war, etwas rauszuschneiden, da hat er einfach ein Beep drüber gelegt. Da haben wir über genau dieses Spiel geredet. Nee, das ist nicht von Kramer. Nicht? Okay, dann war das Beep zu einer anderen Stelle. Das war ein anderes Spiel. Aber trotzdem, dieses Zock'n'Roll, das habe ich schon vor 2 Jahren gespielt und das ist, finde ich, so hammergut. Du, vor allem, du hast halt das normale Poker mit 5 Würfeln, also jeder 2 und... Ich kann's dir mal kurz erklären. Ja, also beim Poker hast du noch mit 3 Würfeln für Spiel. Beim Pokern ist es ja so, man kriegt 2 Karten, also bei diesem bekannten, aus dem Fernsehen bekannten Texas Hold'em Poker, man hat 2 Karten und hat mit den Community-Karten, zuerst sind es 3 quasi, und man würfelt halt in diesen Würfelbecher ohne Loch, ohne Deckel, also ohne Boden. Also man steht ihn einfach nur auf den Tisch und schmeißt diese Würfel da rein. Dann kann man von oben reingucken. Dadurch entfällt dieses lästige, naja, ich weiß nicht, ob es unbedingt lästig ist, aber dieses nachgucken müssen so. Nachgucken müssen. Ohne, dass ich gucke guck da immer drunter und sehe, ja, so. Und dann geht es halt darum, dass man irgendwie pokern muss, dass man Drillingstraße, das übliche. Genau, die ganzen Pokerhände im Endeffekt. Oder Pärchen, 2 Pärchen. Genau, also man hat eine Runde, nachdem die ersten 3 Community-Würfel geworfen werden, und dann kann man gucken, möchte man jetzt aussteigen oder möchte man drin bleiben. Wenn man aussteigt, kriegt man noch einen kleinen Bonus in der ersten Runde. Also, wenn man aussteigt, also das ist ein wichtiger Punkt, wenn man aussteigt, kriegt man für das, was man zu dem Zeitpunkt hat, auf jeden Fall Punkte. Wenn man nicht aussteigt, dann versucht man natürlich zu hoffen, dass man was Besseres kriegt. Ja. Aber man kann natürlich auch sein, dass man gar nichts kriegt. Genau, weil wenn man wenn in der 5. Runde mehr als 1 Spieler noch da sind. In der 3. Runde. In der 3. Runde. In der 3. Runde. Mit den 5 Würfeln, die dann halt da sind. Dann, zählt nur noch das höchste Ergebnis. Zählt nur noch das höchste Ergebnis. Also man muss dann halt zocken. Und es funktioniert auch zu 2. oder 3. Weil dann kommt virtuell noch Dummy, ich habe immer Harvey der Hase gesagt, wo dann einfach in der 3. Runde geguckt wird, was hat der für ein Ergebnis? Und wenn das genauso gut ist, dann kriegt man wenigstens die Punkte, aber nicht, dass man die 3. Runde gewonnen hat. Und wenn er besser ist, dann hat man gar nichts davon. Super Eindruck gemacht. Material auch, schöne Würfel. Ja, das ist ja bei Schmidt. Die Unterlagen sind gut, also bei uns haben die Stifte nicht geschmiert. Genau, so abwischbare Tableaus wieder, das ist... Man hätte es, glaube ich, auch mit einem Block machen können, oder? Hätte man auch, aber so finde ich es noch mal cooler. Ich bin ja eher der Blocktyp. Der Blocktyp? Aber ein Spiel, was einen Block hat, nämlich Sky King, das Würfelspiel. Ja. Wir können gleich nochmal über Trends reden. Sky King habe ich ja irgendwann auch schon mal drüber geredet. Stichspiel, was mir sehr gut gefallen hat. Man könnte halt Vergleiche mit, Wizard ziehen. Genau. Sky King ist aber auch so, man spielt es über mehrere Runden, fängt mit einem an, man zieht aber am Anfang Würfel aus einem Sack. Und dann muss man halt, die Würfel haben verschiedene Farben, so wie den analog zu dem Kartenspiel. Und verschiedene hohe Wertigkeiten. Und man muss halt drauf wetten, wie viele Stiche man halt irgendwie versucht in dieser Runde zu machen. Ich glaube, Matthias hat es auf Mallorca schon gespielt, oder? Mhm. Und, wie hat's dir da gefallen? Ich find's klasse. Also, es bringt natürlich viel mehr Glück und... Genau, das ist der Punkt. Man kann nicht mehr so sicher sein. Vorher wusste man, ich habe einen Skull King, ich muss nur darauf achten, dass mich die Mermaid nicht knallt. Oder... Entschuldigung. Entschuldigung. Oder ich weiß, ich habe jetzt bei den 6 Würfeln, wenn ich 6 Karten habe und davon sind 3 Piraten, weiß ich, ich kriege mindestens 2 durch, wahrscheinlich alle 3. Und jetzt mit den Würfeln ist diese Sicherheit nicht mehr gegeben, weil... jeder von diesen Piraten, Mermaid und Skull King Würfeln hat nämlich nur 4 Seiten, auf denen auch wirklich dieser Effekt ist, und 2 Seiten, auf denen Flagge ist. Das heißt, es kann passieren, dass die einfach wertlos sind und ganz hinten landen. Und genauso auch bei diesen nämlich Farbkarten. Und da kommt jetzt nämlich der Punkt, es ist eigentlich Bedienzwang. Das heißt, wenn der erste rauskommt mit einem blauen Würfel, dann muss jeder andere, der auch einen blauen Würfel haben, den nehmen, selbst wenn er eigentlich anders und geplant hat. Und den dann erst würfeln. Genau, und dann kann es nämlich passieren, dass du mit blau eine hohe 5 würfelst und denkst, dass da irgendeiner kommt mit schwarz und schwarz rauskommt und dann dummerweise nur eine 5 würfelt und dann bist du dran, du hast kein Schwarz, du nimmst blau und würfelst auch eine 5 und da du später bist, kriegst du dann auch noch den Stich. Und das wirft die gesamte Planung. Das ist viel schwieriger zu planen und dann entsprechend viel mehr Emotionen am Tisch und totaler Freude. Also
macht Spaß. Ja, ich bin gespannt. Also Dream Island haben wir uns nochmal kurz erklären lassen. Finde ich auch super. Ja. Du kannst es schwerlich einschätzen wahrscheinlich in Heimatspielen. Ja, ich bin noch nicht überzeugt. Wird dir aber eigentlich gefallen, wenn du es ein paar Mal noch spielst, bin ich mir sicher. Ich hab's nicht, wir haben es nicht gespielt. Wir haben es uns nochmal kurz erklärt. Wenn du spielst, wirst du feststellen, das ist eigentlich cool. Was haben wir noch? Ganz kurz haben wir gesehen, Dynasties. Wie heißt es? Auf den ersten Blick, als ich es zuerst gesehen habe, ich gedacht, Royals 2.0? Royals on Steroids, ja. Also ja, also Royal Second Edition. Oder? Also Peter hat sowas Ähnliches gesagt. Also der Punkt ist, ja, das ist dieser erste Vergleich, weil diese Karte, Europakarte, genau, weil du musst heiraten, so aussieht und du musst irgendwie Adlige intrigieren oder irgendwie sowas. Aber also ich glaube, da hört der Vergleich auch auf. Also ich hätte es auf dem Schmidtabend spielen können. Ich habe mir eine Regelerklärung geben lassen und dachte so, okay, cool, jetzt können wir loslegen. Und dann machte er weiter und erklärte noch eine Regel und erklärte das noch und erklärte das noch und dann meinte ich so, das ist bestimmt geil. Aber um diese Uhrzeit kriege ich das nicht mehr gebacken. Ja, dann haben wir es eingepackt. Aber ja, die von Hunter und Kron haben es gespielt und sagten, es war ziemlich geil. Clou ist vor allem, du hast verschiedene Felder, also wo du heiratest, und du kannst dann nicht immer entscheiden, ob du das große Feld oder das kleine Feld nimmst. Das kleine Feld ist natürlich billiger. Und dann ist es nämlich so, dass später dann wird gewürfelt und der auf dem kleinen Feld teilt die Würfel in zwei Gruppen und der auf dem großen Feld entscheidet, welche Gruppe er nimmt. Also Hans im Glück bedient quasi dieses Jahr das Spektrum am oberen Ende. Das wird definitiv das obere Ende sein, ja. Und Hans im Glück bedient auf jeden Fall auch das untere Ende. Ja. Mit einem wie heißt es denn? Stone Age Junior. Oder mein erstes Stone Age? Nee. My first Stone Age ist der englische Name. Aber das sah auch sehr nett aus. Hat natürlich in Anführungszeichen nichts mit dem klassischen Stone Age zu tun. Das Thema ist eingefangen worden. Ich muss halt über den Spielplan mich bewegen, um dort verschiedene Rohstoffe einzusammeln, um damit später Hütten bauen zu können. Und ich glaube, gerade für Kinder passt das. Ja, da ist halt so ein Memory-Element halt. Genau, so ein kleines Memory-Element mit drin. Sollte eigentlich gut passen für Kinder. Haben wir auch noch einen dritten Release, Hans im Glück. Meinst du die Star Wars Katan Star Wars Carcassonne Erweiterung. Oh, Star Wars. Moment, da stand aber noch dran, muss noch vom Lizenzinhaber approved werden. Muss approved werden. Ja. Kylo Ren Erweiterung, weiß ich nicht, mehr weiß ich darüber nicht. Also es soll eine Erweiterung geben. Aber ein Katan Carcassonne wäre auch cool, oder? Katan Carcassonne. Ein Crossover. Nee, was hatten wir noch? Wir sind jetzt, haben wir alles am Schmidtstand gesehen, weil die hat auch bei Schmidt. Ja, Hans im Glück hat zu Schmidt spielen. Und genau. Dieses hier, wie ist Burg Flatterstein? Burg Flatterstein. Wo du, Magier, ja. Schöne Grüße an den Erklärer, ich hoffe. Ja. Der uns jetzt schon sagte, okay, das könnte so ein schönes Trinkspiel werden. Oh, ja, haben manche. Weil man versucht halt mit so einer, ja, so ein Blaseball quasi, so kleine Stofffledermäuse durch ein Burgfenster zu schießen. Ja, und dann darf man mit seiner Figur ist halt entsprechend ist halt ein Kinderspiel eigentlich von drei Magier, ne? War das jetzt? Ja, ich glaube. Drei Magier, ja. Und du musst halt dann mit diesen, also du schießt diese da rein. Die fliegen halt total unkoordiniert, weil sie halt aus Stoff sind. Die man dementsprechend bewegen und können dann in den Burggraben fallen oder auf dem Burginnenhof liegen bleiben oder halt durchs Fenster fliegen und damit entsprechend darf sich bewegen. Also es gab mal ein Spiel des Jahres mit so einem Blasebalg, das war der Schwarze Pirat von Habba. Mm, ja, das möchte ich nochmal haben, glaube ich. Echt? Ich glaube, wir haben eins, von dem wir uns auch gerne trennen. Da haben wir uns immer geärgert, weil das mit den Blasen für die Kinder echt schwer war. Nee, die haben da so eine Vorrichtung. Wie eine Luftpumpe. Genau, so eine Wippe, die drückst du einfach runter, geht ganz einfach und durch dieses Runterdrücken wird halt Luft rausgepustet und das liegt vorne auf so einem Gatter. Nicht die Bedienung des Blasebalgs ist schwer, sondern das Problem war bei dem Schwarzen Pirat, das sind Holzschiffe gewesen und du musstest an der richtigen Stelle und so mit so einem Stoffsegel, und wenn du ein Stoffsegel gemacht hast, sind die immer umgefallen, du musstest unten am Ding und das war sehr schwer für Kinder zu koordinieren. Aber ich lasse mich gerne überraschen, dass Burg Flatterstein an der Stelle besser funktioniert. Nö, also das ist kein Thema, du legst diese wirklich auf so ein Gitter drauf, so wie so ein Grillrost, haust auf das Ding drauf und dann fliegt das Ding einfach in irgendeine Richtung. Ich glaube, es ist einfach, Zielen wird schwierig wahrscheinlich damit sein. Ja, aber es ist ja für Kinder in Ordnung. Eben. Für Kinder ist es in Ordnung, genau, das klingt auch cool. Ja, das war Schmidt. Dann hatten wir eine überteuerte Mittagspause. Ja. Obwohl, das Essen war gut. War okay, aber teuer. Dann waren wir bei... Oh nein, ihr hattet Mittagspause. Currywok. Genau, Abacus. Ich habe bei Amigo eine Wurst bekommen. An dieser Stelle ein Lob an das Catering von Amigo.
Ja, ja, wir waren dann bei Abacus. Ein Wortspiel, wie hieß es? Words Up? Aber Words Up. Das ist von den Russen. Das fand ich, ich hab's ja nicht so. Er sagte, Arne, ein Wortspiel. Das hat mir doch ganz, man muss irgendwie einen Begriff auf, also man hat selber einen Stapel mit Buchstaben. Karten und dann wird ein Begriff aufgedeckt und dann muss man schnell eine seiner Buchstabenkarten aufdecken und ein entsprechendes Wort zu dem passenden, etwas, was riecht, und dann deckst du halt ein B auf und dann hat die Dame halt gesagt, Babycreme. Ich hätte jetzt Banane gesagt. Oder dann gibt es, man kann dann auch noch die verschärfte Variante, weil dann muss dann, der Buchstabe muss doppelt vorkommen, ne, und da war halt Babycreme. Ja. Das erste Beispiel war da etwas mit was doppelt mit einem X oder irgendwie, genau. Genau. Also man kann die halt auch noch kombinieren, dann wird es ein bisschen schwieriger. Also so ein Wortspiel, und ich glaube, wer sowas mag, der. Also ich sehe mich auch, dass ich das mal spiele, irgendwie in so einem lustigen. Okay. Dann die Micro-Robots. Matthias ist ja großer Ricochet-Robots-Fan. Der löst ja immer das Rätsel auf Facebook von denen. Nö, eigentlich tue ich das sehr selten, weil ich da einfach zu selten auf Facebook bin. Aber die haben jetzt eine Version, eine Micro-Robots. Genau, eine Micro-Robots-Version. Was relativ cool ist, weil es einfach nur ein 6x6 großes Feld ist. Man hat zwei Würfel, eine Zahlenwürfel, einen Farbwürfel, und das ist das Zielfeld. 8x8. 6x6. 3x3 mal 4. Ja, 6x6. 3x3 sind 9, mal 4 sind 6. Stefan zeigt mir gerade ein Bild und 6x6, ja. Das kannst du dir ausrechnen, weil du hast 6 Zahlen in 6 Farben, sind 36 Möglichkeiten, das ist ein 6x6 Feld. Auf jeden Fall, der steht halt auf einem Feld. Und er muss halt dann zu diesem gewürfelten Zielfeld, und er darf sich halt nur bewegen, indem er in eine Richtung geht, dann immer, wo auf derselben Farbe oder derselben Zahl landet. Nichts für mich. Arne sagt schon, als sie sagte, ja, der muss jetzt auf das Feld. Ich bin raus. Für mich ist das ziemlich cool. Ich hatte jetzt in Malle keinen gefunden, der Lust hatte, das mit mir zu spielen. Aber ich glaube, das ist auch was für, also ich glaube, du wirst das mögen, und ich liebe das jetzt schon, ja. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich winnen. Aber es gibt da ein Spiel von Abacus, das ich noch viel mehr liebe, und das ist ein Kinderspiel. Game of Trains. Nein, Leo muss zum Friseur. Leo muss zum Friseur. Ich weiß nicht, also unsere Hörer kennen, es gibt ja so ein Bild von L'Oreal, so ein gefotoshopptes von mit Chewie. Genau so müsst ihr euch Leo vorstellen. Das ist so cool, so ein Löwe, so richtig freudestrahlend mit einer Riesenmähne. So wie ich im Moment. Anfänger. Und das ist aber so ein wirklich schönes Kinderspiel, weil der Leo, der muss halt über den Weg da zum Barbier, zu dem Affenbarbier. So, und verquatscht sich dauernd. Und er verquatscht sich dauernd, genau. Das ist kooperativ. Die Kinder haben also 5 Durchgänge Zeit. Das ist so von Montag bis Freitag. Und für jeden Durchgang, den sie es schaffen, wächst also per Puzzleteil die Mähne. Und man spielt halt eine Karte, und da geht dann so viele Felder vor und wird aufgedeckt. Und wenn die Farbe der Karte, die gespielt ist, mit der Farbe des Plättchens, das aufgedeckt wurde, dieselbe ist, dann verquatscht er sich nicht. Ansonsten verquatscht er sich, und die Zahl auf dem Plättchen gibt an, wie viel Zeit er verliert, und nach 12 Stunden ist der Tag rum und dann macht der Barbier zu. Sprich, man muss sich merken, welche Farben da liegen, weil dann im ersten Durchgang wird man es wahrscheinlich nicht schaffen, außer mit Glück. Genau. Also muss man sich merken, welche Farben kamen jetzt da alle. Ich bin raus. Ja, aber, und da kommt jetzt der Punkt, wo Arne wirklich raus ist. Da ist nämlich noch für Erwachsene natürlich das deduktive Element mit drin. Es gibt verschiedene Rückseiten, und für jede Rückseite gibt es jede Farbzahlkombination einmal. Das heißt, wenn ich weiß, oh, auf dieser Rückseite, da ist schon die 5 und da ist auch schon rot, heißt das, dass ich weiß, dass alle anderen mit dieser Rückseite können weder 5 noch rot sein. Und wenn man diese ganzen Kombinationen dann nämlich durch hat, dann weiß, kann man sich irgendwann sagen, du kannst ganz getrost eine rosa Karte spielen, egal welche Zahl, oder wenn es eine rote 3 ist oder so, dann weißt du nämlich genau, wenn du da landest, da kann vielleicht irgendwas sein, aber das wird es nicht aber, sein. Aber, Leo muss zum Friseur von Autor, weißt du Autor? Colovini. Ja, wie heißt der mit Vornamen? Leo. Wie viele Haare hat der? Also auf dem Kopf 0. Richtig. Ja, also Leo Colovini mit Leo muss zum Friseur. Also für mich ist das grafisch total ein Highlight. Ja. Schön in grün gehalten, so ja auch. Die Kakaoerweiterung. Kakaoerweiterung in einer kleineren Schachtel, ich weiß nicht, habe ich noch nicht gesehen bei Abacus, diese Größe. Ist ja auch egal. Ist egal. Ja. Besteht aus 4 Modulen. Ich hab's, also die hatten das, die Erweiterung halt außen am Stand schon ausliegen, habe ich gesagt zu René, ich hab's ja nicht so mit Erweiterungen so, weil sie mir manchmal das Spiel dann zu kompliziert machen, was das Spiel ja eigentlich dann nicht so trägt. Aber das ist, und dann hat uns die Dame halt die Erweiterung erklärt, die besteht aus 4 Modulen, und
zwei Module würde ich jetzt erstmal sofort schon reinpacken. Also es gibt halt irgendwie ein Vorschau-Modul, dass man halt eine größere Kontrolle darüber kriegt, was man in seine Auslage selber oder was man in die Auslage legen kann. Man kann die auch ein bisschen, man kann da auch irgendwie nach vorne springen, indem man irgendwie, also Verträge abgibt, ja. Verträge abgibt, genau. Und dann gibt es noch eine Erweiterung, dass irgendwie mehr produziert wird, war es nicht so? Wasser, das Wasserfeld mit genau. Den vier Kakao-Plantagen. Ist aber schön, dass jetzt hier so laute Musik stattfindet. Das hört man übrigens mehrmals täglich hier auf der Messe. Was war das? Durchsage. Ach so, okay. Wollen wir kurz warten? Eigentlich auf der Aufnahme höre ich es eigentlich nicht. Das ist egal. Wir reden einfach weiter. Hört man wahrscheinlich, aber lass uns weiterreden. Genau. Dann gibt es noch irgendwie, man kann aus Kakao Schokolade machen. Und das Schokolade teurer verkaufen. Kann man teurer verkaufen. Und dann gibt es noch diese Erweiterung mit den Hütten. Bei der hatte ich aber irgendwie abgeschaltet. Die hat dann noch Spezialfähigkeiten gibt, die du da permanent eigentlich dazu kaufst. Genau. Also wichtig ist, also für Leute, die Angst haben, dass das komplizierter wird, das sind ja immer Elemente, die andere Elemente im Spiel ersetzen. Also wenn ich sowas nehme wie die Bewässerung, dann nimmst du dafür die anderen Wasserfelder raus. Das heißt, es ersetzt einfach nur Regeln und es wird nicht mehr. Ja, ich find's übrigens schön, dass die Spiellänge sich ja wahrscheinlich gar nicht groß ändert, weil man ja so Musik im Hintergrund ist gerade sehr lustig. ist gut, die Musik. Genau, man hat immer noch genau gleich viele Spielkarten wie vorher. Also das Spiel wird noch nicht länger oder sowas? Spiel wird nicht länger, sondern man sortiert. Vielleicht ist dieser Sortieraufwand groß, ich weiß es nicht. Ne, so viele Kartenplättchen sind das ja auch nicht. Ja, nee, aber, das geht alles. Wollen wir noch über Game of Trains reden? Eigentlich nicht, oder? War ein bisschen nicht so spektakulär. Irgendwie ein Kartenspiel mit Zug sortieren. Nee, darüber auch nicht. Also ihr seht, Stefan ist hier so eine Blabertasche, der tütet uns die ganze Zeit zurück. Ja, genau. Aber darüber müssen wir auf jeden Fall reden, glaube ich. Über Eiskult? Ja, genau. Es gibt jetzt, also über zwei Spiele davon. Jan und Henry, ich weiß nicht, wem der etwas sagt, aber alle Leute, die das Sandmännchen regelmäßig gucken, ja, hier, werden Jan und Henry kennen. Und Jan und Henry, nicht mehr. Jan und Henry, die zwei Erdmännchen. Genau, die immer versuchen, ein Geräusch zu suchen. Also jetzt gibt's auch das Geräuschsuchspiel. Großer Hingucker beim Spiel, es gibt zwei Fingerpuppen von Jan und Henry. Oh, geil. Für die Interessierten, wir sind jetzt bei Huch und Frenz. Mhm. Ja. Genau. Und für alle, die noch Kinder der 80er sind oder sogar noch Kinder der 70er, es gibt von Robby, Tobi und das Flievertüt ein Spiel. Ja. Und es ist mir egal, worum es beim Spiel geht, muss ich haben. Das ist auch die Reaktion meiner Frau. Wir sind durch die Halle gelaufen. Ich kann ja mal durch einen Gang. Und plötzlich sagte René, oh, da ist ein Flievertüt, ich muss da hin. Und dann steht da halt dieses Flievertüt, also dieses große Modell, ne, ich weiß nicht, ist ein Modell oder von der Puppenburger Augenkiste wahrscheinlich? Nee. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall. Nicht. Und dann, ja, gibt's dazu ein Spiel und René ist ganz happy. Kurzer Hintergrund dazu, zu Weihnachten soll ein Kinofilm dazu kommen. Stimmt, der stand da drauf. Ja, und dann wird das Spiel nämlich auch dann erscheinen, dann zu essen, damit das ein Weihnachtsgeschäft ist und das macht total Sinn, weil also ich kann sagen, meine Frau war schon immer Fan davon. Ich habe das weniger mitbekommen, aber unsere Kinder haben auch die das Hörspiel bekommen und sind totale Fans vom Flievertü. Also das wird auch bei uns definitiv landen. Ja. Ich kenn's nicht. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen, keine Ahnung. Ansonsten bei Huch und Frenz. Was? Stefan hat uns da ein Spiel gezeigt. Wie hieß das? Imagine meinst du? Oder? Imagine. Genau. Ist mit diesen durchsichtigen Karten, wo man Begriffe aus diesen Symbolen, die aus den Karten sind, legen muss. Und aber diese Karten, weil sie halt durchsichtig sind, kannst du übereinander legen und damit aus, weiß ich nicht, einem Halbkreis machst du einen Bogen und versuchst damit der Figur Robin Hood darzustellen. Also das sah auch schon sehr spannend, sehr kreativ aus. Ja, also, erinnerte mich irgendwie an Konzept. Weiß nicht. Lassen wir uns mal überraschen, wird man dann wahrscheinlich bei dir auf dem Tisch landen. Ja, kann sein. Ja, aber das war jetzt so im Großen. Ansonsten haben wir noch viel Tiptoy gesehen. Warte mal, bei Huch und Frenz, ich habe ja noch ein bisschen mehr gesehen. Ich hatte ja einen Termin mit dem Simon gestern. Weil ich habe nicht gesehen. Ja, siehst du. Ich hatte ja einen Termin bei Huch und Frenz, aber die Pressedame ist leider krank gewesen und der Ersatzherr war der Simon. Für alle Leute, die nicht wissen, wer Simon ist, das ist Doc Abstracto. Der arbeitet ja bei Huch und Frenz und mit dem haben wir ein paar Sachen abgekaspert. Wir werden ihn auch in die Sendung kriegen. Wir machen mit ihm ein Special über die Gipfreihe später im September. Gipf und Jinsch und Gipf, Jinsch, Zerz, Tams,
Dwon. Und das Ganze spiele ich jetzt, schneide ich jetzt vorwärts denn. auf jeden Fall, was der noch hatte, und das ist, war für mich, also das ist auch ein echtes Highlight, diese Origami-Puzzle. Die haben also, die haben so einen Block, da sind 100 kleine Puzzle, das sind so kleine Quadrate, und die kannst du dann versuchen so zusammen zu puzzeln, dass da eine Seite alles schwarz, andere Seite alles weiß ist. Ich habe hier mal was für Jungs. Was? Und Matthias zeigt gerade einen Zettel, der ein bisschen zusammengefaltet ist. Genau. Und die kann man einfach abreißen, da kann man auch anderen Leuten welche schenken und so. Die sind total cool, die gibt's in 4 Schwierigkeitsgraden. Das Ding macht mir total fehl. Das gab's früher mal auch so als Zeitschrift mit hübschen Bilderchen und so. Das wäre dann vielleicht so das, was man als nächstes machen könnte. Aber das ist für mich so das kleine Highlight der Messe. Das finde ich total toll. Was haben wir denn noch? Wir waren bei Pegasus. Wollen wir jetzt genau, Pegasus. Pegasus. Sind da irgendwas ins Auge gestochen? Ja. Ja? Was ja. denn? Lanterns? Lanterns, genau, Lichterfest. Das da muss man wieder Set Collection. Da das große ist so. Yeti, das habe ich jetzt nicht angeguckt, aber ich wurde auch fotografiert. Sie haben 2 neue Brains-Kisten, das ist natürlich was für mich. René hat sich jetzt ein Brains gekauft, hat er uns erzählt. Ja, mir erzählt. Genau, also das fällt auch hier in die Brains-Kategorie. Asterix und Obelix, das große Spiel. Das Asterix und Obelix-Spiel, ich bin ja auch Asterix und Obelix-Fan, da bin ich auch total neugierig. Meinst du, das taugt? Also ich habe zu René gesagt, wenn das Spiel was taugt, dann könnte das auch sich gut verkaufen. Ich glaube, Asterix und Obelix ist immer noch... Ja. Stefan, ja, was sagt uns ja. Runter das Kartenspiel. Runter das Kartenspiel. Port Royal unterwegs, ja, das ist keine Erweiterung. Ja, das ist Port Royal abgespeckt, weniger ja. Karten und keiner Dings. Braucht man das? Das ist als Reiseedition, als Mitmacht. Das ist. Wer Port Royal nicht mehr in seinen Koffer reinkriegt, der hat aber auch andere Probleme. Aber die Schachtel denn wirklich so viel kleiner als. Sie ist tatsächlich irgendwie einen Zentimeter schmaler. Ich weiß es nicht. Also es ist der Punkt ist, diese Größe ist wohl die Standard-Mitnehmgröße. Ich nehme mich mit, also bei Ravensburg ist da glaube ich immer mit, nehme ich mit Reihe. Und das ist also etwas, was in der Form gebraucht wird, und damit es auch günstiger ist, ist natürlich weniger Inhalt drin. Ich weiß das nicht. Ist, aber, das ist aber, finde ich ehrlich gesagt, zum Anfixen von der Idee her nicht verkehrt. Zu sagen, ich kenne Port Royal nicht, aber für 6-7 Euro kann ich mir mal so ein Port Royal. Ja, dann kann ich aber auch noch 2 Euro drauflegen, habe ein ganz richtiges Spiel. Das sagst du. Aber damit es natürlich auch für dich lohnt, ist da noch eine neue Karte drin, die in den normalen Port Royal nicht drin ist, die man mitverwendet. Ja. Glück auf das Kartenspiel, Lagrum. Ja, da kann ich mich jetzt wieder raushalten. Ach so. Ja, aber nichts, was wir jetzt sagen können, wir haben jetzt irgendwie mal was angetestet oder nee, Bossmonster, lustig ist es, dass bei Pegasus auf dem Stand zwei NES, Nintendo NES rum, also Nintendo ja. Entertainment System rumstanden, wo man Super Mario 1 spielen konnte. Ich glaube, das war Super Mario 1, ja. Nee, das war, oder das war 3? Nee. 1 oder 2, aber nicht 3. Also auf jeden Fall ein steinig altes Ding. Und Mario Kart. Richtig Röhrenmonitor. Ja, genau, da stand nämlich ein Röhrenmonitor rum und wir haben erstmal gemerkt, diese Röhrenfernseher waren irgendwie auch scheiße. Aber so war das Feeling damals, und ich meine, das passt ja auch zu dem. Ja, das passte nämlich zu dem Spiel Bossmonster und was da rumlag, halt so ein... Interessant, weil wir gerade darüber geredet haben, die Bossmonster-Schachtel ist ja kleiner als die von Port Royal, ist aber offiziell teurer. Ist, glaube ich, auch mehr Spiel drin, wahrscheinlich. Genau. Und da lag auch noch das Yomi rum, was jetzt wohl auch rauskommt, wo ich aber leider bemängeln muss, warum nimmt man nicht die schöne amerikanische schwarze Schachtel? Darum. Ja, da sind die wahrscheinlich schön, mehr nein, Kämpfer drin. Die funktioniert im Handel nicht in Deutschland. Schwarze Schachtel funktioniert. Ja, okay. Es ist halt auch eine kleine Schachtel, wo 2 Kämpfer drin sind. Yomi ist wohl so ein Street Fighter-Spiel. Schlag mich tot. Wo halt irgendwie Kämpfer gegen Ich würde jetzt gerne ein bisschen was auf die Tube hier drücken. Weil wir schon wieder so lange reden und unsere Hörer nicht so lange durchhalten. Nein, wir werden ja auch gleich rausgeschmissen, nämlich. Eben. Weil wir nehmen ja heute hier auf der Messe auf. Ich fahre ja nicht genau. Den Anschluss. Genau, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas gesehen? Ja, bei Ravensburger waren wir noch, haben uns das Legends angeguckt. Ich denke mal, das wird bei irgendwem... Crazy Words hattet ihr jetzt nicht angeguckt. Nee, da war irgendwie... Das ist auf jeden Fall noch ein Highlight bestimmt. Schön, jetzt nochmal. Make and Break Architect, Architekt mit Zollstock. Ich weiß nicht, wie die bei euch heißen. Bei uns im Haushalt heißen die Zollstöcke. Meterstab. Gliedermaßstab. Gliedermaßstab, wie auch immer. Zollstöcke, womit man halt vorgegebene Formen bauen muss, habe ich als Kind schon immer gemacht, das Spiel muss ich haben und meiner Familie zeigen. Da war der Manuel von Spiellabor, war sehr traurig, weil er so ein Spiel mit genau so einer Art hat er versucht bei verschiedenen Verladen und die haben immer abgewunken, haben gesagt, nee, funktioniert nicht, und jetzt ist es halt bei Ravensburg rausgekommen. Aber ich habe ihn gefragt, was Ravensburg angeboten hat, der so, nee.
Ja, haben wir noch irgendwas? Ja, ich kann nur noch sagen, ich war in tausenden von Meetings mit tausenden von Firmen und tausenden von verschiedenen Sachen und habe verschiedene Meetingräume von innen gesehen und ganz viel Wasser getrunken. Camel Up, das Kartenspiel. Ja. Braucht man das? Ja, ach so, du ja, weniger Glück. Gut. Kannst du dazu auch was sagen? Also, ich kann jetzt es verzichtet auf die Pyramide und ich finde, das ist schon ein Problem. Es hat auch keine Würfel. Ja. Du hast nur Karten mit plus eins oder plus zwei. Davon wird die Hälfte ausgeteilt und von davon wiederum muss man welche abwerfen und dann musst du da welche zur Seite geben. Du hast ein Gefühl, du kennst die Hälfte der Karten im Spiel, aber jeder kennt eine andere Hälfte. Und damit machst du dann jetzt auch so ein Wettrennen. Zusätzlich, und das ist jetzt noch ein großer Unterschied, wir bewegen die Kamele und wir machen sowas wie Wetten. Also jeder kann noch auf irgendein Kamel wetten und es kann aber nicht immer einer auf das Ollste oder Tollste wetten. Ich würde jetzt gerne die Hörer einfach mal mit einer Diskussion entlassen, ob man diese ganzen Kartenspiele wirklich braucht. Genau, das wäre was Tolles für die Kommentare. Schreibt es uns in die Kommentare. Das ist ja Trend. Es gibt zu jedem Spiel, früher gab es zu jedem Spiel ein Würfelspiel. Das gibt's irgendwie jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es zu den Würfelspielen, es war eigentlich auch schon früher so, dass zu einem richtig erfolgreichen Spieler kann man auch irgendwann ein Kartenspiel und irgendwann ein Würfelspiel. Es gibt auch für einen Zug um Zug ein Kartenspiel und ein Würfelspiel. Es gibt sogar zu Memory jetzt ein Brettspiel. Kuhhandel, das Brettspiel, ist auch sehr gut, ja. Ja, auf jeden Fall, braucht man diese ganzen Kartenspiele? Das ist die falsche Frage. Der Punkt ist doch, Ich meine, am verrücktesten, um mal kurz nochmal den Bogen, um Inception nochmal zu... Broom Service ist eine Brettspielversion von einem Kartenspiel und jetzt machen sie zu einem Brettspiel, was auf einem Kartenspiel basiert, wieder ein Kartenspiel. Ich meine, aber es ist ein anderes Spiel. Ja, natürlich. Stefan hat auch gesagt, es sieht ja komplett anders aus. Es ist tatsächlich ein komplett anderes Spiel, weil die Veränderungen, die von Wie verhext zu Broom Service passiert sind, sind genau die Veränderungen, die man jetzt wieder rausdestilliert hat, um mal aus ein neues Spiel zu machen. Ja. Und das ist tatsächlich genial. Und für alle Leute, die sich sagen, das ist doch alles Schwachsinn, da gibt's diesen schönen Witz. Wenn man möchte, dass das spionagemäßig etwas nicht verstanden wird, dann nimmt man das Wort, übersetzt es in eine andere Sprache und lässt es jemand anderen wieder zurück übersetzen. Da ist es dann so, du hast das Wort secret, du übersetzt es ins Deutsche und das heißt geheim und dann übersetzt es jemand und daraus wird go home. Okay, ich glaube mit diesem Witz können wir auch hier beenden, oder? Genau, also von da aus gesehen, ja, also persönliche Meinung, ich finde, sie haben es nötig, es muss sie geben. Weil du warst nicht gefragt, Strich, die Hörer waren gefragt. Ja, aber ich will den Hörer natürlich Inception-mäßig auch was einbläuen. es ist sowohl gut für den Verlag, es ist auch gut für die, weil es sind dann einfach Spiele, wo jeder dann zuordnen kann. Gefällt's ihm nicht. Ich meine, wir haben auch Seven Wonders Duel als Zweierversion von Seven Wonders letztes Jahr und da hat keiner geschrieben, muss das sein. Und das Ding ist gut genug, dass die Franzosen es nominieren. Ich denke, da sind immer Möglichkeiten, die man ausloten kann, die dann auch gleich eine Zielgruppe haben. Das ist Win-Win für Spieler und Verlage. In meinen Augen ist das sein, aber ich bin natürlich völlig offen für jeden, der mir widerspricht und ich liebe es, tolle Argumente zu hören, auch wenn ich das hasse. Genau. Genau. Und mit diesem jetzt haben wir nämlich die Stunde auch geknackt. Mehr als geknackt. Beenden wir das Ganze hier? Ja. Mach dein Schleifchen. Mach mal ein Schleifchen drum und dann... Ich gehe jetzt noch ein bisschen Dämpfe schnüffeln. Hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Hammer. Okay. Das Thema ist Zeit. Wenn nichts dazwischen kommt, ist Thema Zeit, ja. Also jetzt haben Zeit wir keine haben. Mehr, wenn wir haben okay. Wir genug. Okay, alles klar. Dann bis dann. Tschüss. Ding, 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 ding. Hey, Stefan, quatsch doch immer.